Hallo und willkommen zurück zu Mafia Dry. Ich nehme die Dry. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Ups. Oh, da können wir hier nicht noch. Ich habe doch da, ich habe nur ein Stück. So, ich bin Techniker, ich musste mal kurz hier an den Kasten ran. Das macht man so. Scheint aber auch überhaupt niemanden zu interessieren, was ich hier eigentlich treibe. Hä? Muss das so machen? Sieht mal so, die ganzen Kisten abzuladen ist natürlich lästig, aber immer noch besser als mit Santini rumzuhängen. Der Typ ist ein Scheißgeisteskrank. Ey. Chillt mal. Der hat sich auch erstmal volle Kanne gegen das Auto geschmissen. So, na gut, dann würde ich sagen. Aber von hier? Das sind ja nämlich auch Leute. Wir können natürlich probieren. Wir können die ihn hier eigentlich ziemlich. Verschwinde schleunigst von hier! Fast problemlos ausschalten. Oder halt den da hinten. Ach, guck mal. Prügelt schon wieder jemand? Ach hier, da ist er ja schon. Jetzt ist die Frage, wer rankommt. Wenn er hier kommt, der hier, wäre das ja mega praktisch. Sieht sogar richtig gut aus. Jetzt kommt der natürlich noch. Wäre jetzt geil, wenn er es nicht sehen würde. Du wirst mir jetzt alles verraten, was Papi auf der Möke betreibt. Nach dem, was du getan hast, jagen dich diese kranken Schweine jetzt. Du hast keine Chance, sie abzuschütteln. Kann nicht riskieren, dass du redest. Hui. Der hätte... Der hat ja nicht mal geredet, Mann. So sterbe ich nicht. Nicht so. Auch mit dem Kopfschuss geht das eigentlich wie immer recht einfach, oder? In die andere Seite! Da ist er! Langsam reicht es! Es sind ja auch nicht mehr allzu viel da. Komme ich mir immer so professionell vor mit so einer Kanone. Erstmal Geld einstecken und ein Playboy. Wo ist denn der? Da ist er. Ich habe ihn direkt vor mir. Ja, du machst halt nicht. Boah. Hab ich mich. Boah. Hab mich echt ein bisschen erschreckt. Und ein bisschen gewundert, wie gut ich jetzt gezielt habe. Getroffen habe. Ich würde direkt mal das Auto nehmen. Gefällt mir besser. Und was haben wir hier? Müllentsorgung. Ach so. Das sind die Informationen, die er uns irgendwie gegeben hat. Hat uns ja nichts erzählt. Finde ich halt auch irgendwie merkwürdig. Ob das daran liegt, dass ich die nicht im Auto irgendwie habe und verhöre. Oder ob die sich halt irgendwie einfach Informationen gespart haben. Oder es vielleicht ein Fehler ist oder so. Keine Ahnung. Ja, die ist wenigstens auf die andere Seite gesprungen. Nicht so wie die meisten Passanten. Wie der hier. Ja, die machen es wieder richtig. Mal alles testen. Wobei ich ja eigentlich... Oh. Bin vorbeigerauscht. Gut, bei dem kann ich es verstehen. Aber die anderen, ich meine, ich bin ja nur auf dem Seitenstreifen praktisch rumgefahren. Warum die denn schon so immer von der Seite rum... Oh, das ist natürlich clever, hier zu parken. Ich soll die alle killen?
nichts Gutes sein. Nee, das ist der Tullspiff. Wüster? Hat dein letztes Stündlein gepfiffen. Aber die sind ja auch schon tot. Ach Mist, das ist drin. Ich dachte, ich könnte mir jetzt mal noch eine Spritze holen. Aber ich habe ja drei voll, also daher brauche ich das gar nicht. Räume das Geldversteck der. Ach so. Ich dachte einfach nur leer, aber da steht nur der. Komischer Satzbau. Ich könnte es natürlich so machen, dass ich die alle hier ranhole. Ich könnte schwören, ich hätte was gehört. Und? Kommt er jetzt? Junge! Ach, scheiße. Mann! Der bewegt sich immer noch nicht. Ist das unser Mann? Versuchen wir es hier drüben. Ach Mann, das ist so gut angefangen. Noch hier. Er ist hier irgendwo. Seid ihr doof? Kommt ihr jetzt mal hier rüber? So leicht gebe ich nicht auf. Ich will mich doch verarschen. Ah, shit, Mann. Was ist denn nur mit meinen Fingern los? Schafft ihn mir vom Hals! Ich nicht. Nicht so. Mach deinen beschissenen Job und ich nicht. Nicht so. Boah, schau. Oh, da gibt's noch drei, die ich killen muss, auch so. Alter, was mal? Alter! Was ist hier los? Krass. Oh, ich dachte, ich hab dir in den Kopf geschossen. Ist das nicht eigentlich endgültig? Was haben wir hier? Was steht denn da Schönes? Der treulose Bastard glaubt, ich hätte keine Ahnung, dass ich nicht wüsste, wo er nachts hingeht. Er wird das Royal gegen 11 Uhr verlassen, da kannst du ihn erwischen. Mir ist das egal, wie du es anstellst, aber sorg dafür, dass es für ihn, für die Versicherung gut aussieht. Mary. Okay. So eine Bloody Mary. Der sieht ein bisschen gelassen aus, so wie er hier rumliegt. Alter. Ist ja ekelhaft, Mann. Na, ich weiß nicht, ob das ein Job für mich wäre. So offene Wunden und sowas, das mag ich ja gar nicht. Wo liegt denn jetzt das Scheiß? Ach, da. Das Geld, würde ich sagen. Hä? Okay. Hab ich jetzt eigentlich gar nicht gesehen. Scheiße, er macht uns alle fertig. Aber alle. Dich. Das hier und jetzt. Okay. Geregelt. Macht er hier so eine harte Ansage und dann guckt er nur rum. Liegt denn hier? Noch eine Notiz. Ja, macht dir keine Sorgen, Mon Cher. Alles wird gut. Wir werden irgendeine Lösung aushalten, um das zusammen abzahlen. Ich liebe dich unendlich. Deine dich liebende Frau, Susi. Okay. Lauter Frauen hier, die irgendwelche Notizen schreiben. Ah, na immerhin. Schon wieder ein Haufen Kohle, ey. Das ist der Wahnsinn. Oh, mit einer Hand macht er das. Einen, das will ich mir noch holen. Und dann dürfte ja eigentlich überhaupt keiner mehr sein. Alles weg. Na, das lief doch einwandfrei. So muss das.
Bis auf die zwei Patzer, wo ich mal irgendwie wirklich mit meinen Fingern ausgerutscht bin. Haben wir das jetzt? Nee, warte mal, hier ist doch... Ja, erledige die Putzkolonne. Das können wir doch noch machen. Und eigentlich war doch noch ein zweiter zum Befragen, aber irgendwie... wollen die halt nicht. Ja, bleib mal liegen. Ruh dich aus von dem... ja. Davon halt. Bist du denn? Töten? Oh, was? Das ist echt nicht richtig. So, und jetzt? Kriege ich dafür irgendwie Geld oder wie ist das? Oh, meine Karre qualmt ja auch ganz schön. Ich dachte, es explodiert noch ganz krass, aber irgendwie nicht. Naja, egal. Ballern die mich einfach an? Die wissen noch gar nicht, wer in dem Auto hier ist. Eigentlich. Sollte man meinen. Jetzt fahre ich doch voll im Kreis, oder? Achso, weil ich hier hoch muss. Hätte ich nicht vorhin noch eine Rüstung, eine Weste? Ah. War ich denn nicht schon ein paar Mal jetzt? Nee, glaube nicht. Oh, oh, Granate. Die Scheiße ist am... Boah. Mistkerl. Ja, man sollte halt eigentlich auch in Deckung gehen, wenn man nachlädt. Aber ich dachte mir, ich bin so hardcore. Ich brauch das nicht. Mal schön in den Hintern geschossen. So, ich sehe hier noch schönes Geld. Und extra für mich hingepackt. Wir können ja nicht riskieren, dass der dann überlebt und uns verpfeift. Wobei eigentlich sollte es ja langsam klar sein, dass wir das sind. Ich frage mich eigentlich, was der andere, der Marcano, eigentlich die ganze Zeit treibt. Ich meine, wir räumen hier in der Stadt ganz schön auf und den scheint das nicht zu jucken. Oder er macht halt irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. Werden die schon wieder so schnell dahingestellt? Oh, sorry. Eigentlich war keine Polizei da. Mann, jetzt habe ich schon wieder keine Adrenalinspritzen mehr. Naja. Macht nichts. Das glaube ich auch in irgendeinem Film, wo einer mit auch so einer rauchenden Karre angekommen ist. Und auch erstmal irgendwas umgefahren, glaube ich. Du hast ja eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen. Hast alle zu Tode erschreckt. So kann man das sagen. Ja, ich glaube, die sind auch alle tot. Ja, reden wir mal mit der.
Papi, Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Das scheint Sie zu freuen. Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Halde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Hängt ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Ich weiß immer noch nicht, wo Mr. Simmons sich da reinmanövriert hat. Wer ist denn jetzt schon wieder Mr. Simmons? Verdammt. Irgendwie wird das hier in dem Raum immer wärmer. Ich weiß gar nicht, wieso. So, wo müssen wir denn hin? Da oben. Paul Papis... Ach so. Ich war niemals das, was man einen guten Vater oder auch einen guten Ehemann. Nee, Moment. Ich muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Irgendwas, das ich für mich aufbewahren soll, Chef. Ja, ein bisschen, gell? Hallo? Seid ihr noch ganz sauber? Wieso wollt ihr mich verfolgen? So. Wie kriege ich die eigentlich? Robert Dickwin Harbour um dieses Fahrzeug. Wie mache ich das? Werde erst an allen Rennen um dieses Fahrzeug. Pff. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest? Bin dabei, Junge. Eine neue Schleuder. Ich lass mich schon mal warm laufen. Wäre auch witzig, wenn der mich noch voll über den Haufen fahren würde. Hier ist dein Wagen, Boss. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Da hat man leider so gar keinen Bezug zu den Leuten hier. Also die reden halt immer nur so ein bisschen um irgendwas und ab und zu ist er auch mal der Boss. Aber ich habe irgendwie nur das Gefühl, dass die ganze Organisation nur aus 3 Leuten besteht. Oder 4ern. Also uns, dem Vito, der Cassandra und dem Birch. Na, und der Donovan ist ab und zu mal da und hat irgendwie Informationen, aber ansonsten irgendwie alles ein bisschen komisch. Oh, da ist es schon. Na, hätte fast ein super Parkmanöver werden können. Oh, da gehen wir doch hier wieder rein. Ich überlege gerade, das lief doch das letzte Mal eigentlich ganz gut. Irgendwer sollte sich mit mir anlegen. Auch schön. Irgendwer sollte sich mit mir anlegen. Nicht will sich mit mir anlegen, sondern sollte. Das sollte man noch machen. So, und jetzt? Warte mal. Wobei, eigentlich stürzt er nicht, wenn die hier so rumliegen. Das fand ich am Anfang eigentlich ziemlich cool, wo man da seinen Kumpel rumgetragen hat. Auch nochmal schön drauf treten. Aber das wird halt eigentlich so gar nicht gebraucht und nicht genutzt und nicht gefordert, dass man... Naja, dann scheiß drauf. Dass man die Leute hier rumtragen kann oder halt mal muss. Ist denn hier irgendwo noch jemand? Sieht irgendwie nicht so aus, aber ich glaube hier steht... Ah, da ist nämlich einer. Der kommt wieder nicht. Kann nicht wahr sein. Ja, aber da sind auch 2. Da ist noch einer. Und der andere, der will jetzt einfach nicht kommen. Wie finde ich denn das? Aber wenn der hier da so lang läuft, könnte ich mit denen eigentlich schnappen. Ja, genau. Und jetzt sich umdrehen. Blödmann. Dafür kriegst du ein Messer an den Rücken. Ist ja nicht so, dass er sowieso eins in den Rücken bekommen hätte. Du machst einen auf Killer oder was mit deinen Handschuhen? Und antworten tun sie ihm auch nicht. Was ist noch für Geräusche immer? Ist ja ekelhaft. Hab ich denn nicht gerade einen gesehen? Da ist einer. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, da ist auch noch. Oh. Komm ich denn an den vorbei?
So. Ich könnte einfach hier lang laufen. So kann man das machen. Das ist nur die Frage. Ich jetzt zum Beispiel da an die rankomme oder an dem da, also dass der mich nicht sieht. Hey, Kumpel, hast du das gehört? Jo, ich glaube, du solltest da mal hingehen und das abchecken. Gut. Sicher, dass ich was gehört habe. Shit, da drüben läuft einer. Wenn ich Pech hab, sieht er uns. Wo bist du? Wahrscheinlich hier. Scheiße, Mann. Dreh dich um, oder? Nicht nach dir zu suchen. Okay, der geht nach unten. Nee, geht nicht nach unten. Shit. Ach, so eine Scheiße. Eine Scheiße mit der Scheiße hier. Da ist er schon mal weg, dann können wir den eigentlich mit der Knifte ausknipsen. Und dann steht uns ja fast gar nichts mehr im Weg. Der Junge ist jetzt im Himmel. Na, ich glaube nicht. Wie viele sind denn da noch jetzt? Ja, eigentlich nur noch. Und tschüss. Mr. Simmons, dieser Kerl tötet unsere Leute. Enzo wird wissen wollen, was... Scheiß auf Enzo. Sal Marcano hat vor nicht mal 10 Minuten angerufen und gesagt, dass ich den Laden unter allen Umständen am Laufen halten muss. Und er will nichts Gegenteiliges hören. Heilige Scheiße. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Wir kümmern uns um den Nigger und der alte Sal wird sich uns gegenüber anständig verhalten. Wirst sehen. Hier läuft was. Ich glaube nicht. Scheiße! Scheiße! Ich bin getroffen! Ach, verdammt. Leck mich! Ich werde auf einer beschissenen Müllkippe enden. Und das ist noch zu gut für dich. Der ist aber blutig geworden. Gesichert, yay. Ey, was zappelst du da so rum? Yay, Abfallbetrieb. Achso, Abfallbetrieb. Gefallen. Die Kosten für deinen nächsten Anruf bei Cassandras Verbündeten werden übernommen. Okay. Büchsenmacher plus Munition. John Baptiste vergrößert deine Munition. Ach, cool. Ey, aber schon wieder Cassandra, was die alles bekommt. Schick, wenn immer du kannst, nach Barclay Mills. Ich gebe den Schuppen nicht mehr her. Meine Leute können den Bezirk im Halbschlaf sichern. Das ist kein Problem. Das wird's erst, wenn du bei unserem nächsten Treffen versuchst, den uns wegzunehmen. Ich hab grad nicht so ganz zugehört. Nur irgendwas mit, wenn ich versuche, ihr was wegzunehmen. Jetzt kann ich, wie sie da mal drauf kommt. Alle schrecklichen Erfahrungen und Erlebnisse, jedes Trauma, all das wirst du nicht mehr los. Klar kann man versuchen, sie zu vergessen, eine Zeit lang, aber wenn das Nächste daherkommt, wenn es noch so klein ist, kommt sofort alles wieder hoch. Es erinnert dich an alles, was du mit dir rumschleppst. Ich wusste, dass ich das allein nicht schaffen kann.